Eine brennende Blume. Ist das eine Lilie? Ist da nicht. Sag mal, fällt die ganze Zeit was runter und. Okay. Na, das ist. So, Oh! Ach, der arme Kerl. Oh Mann. Das sah jetzt aber geradeaus wie, kennst du es, so teambildende Maßnahmen mit von wegen verschränkt die Arme und lass dich von hinten fallen und so? Oh, makaber, Benny. Das ist makaber für. Tatsächlich war es eher die Sequenz von Alan Ripley, die sich in Alien 3. Oh, Spoiler-Alarm! Rückwärts fallen lässt. So, sollen wir jetzt ausspringen? Wir können nicht springen. Okay, also. Was? Na, das ist doch jetzt wohl ganz klar, was sie uns damit sagen wollen, oder? Gib Unkraut keine Chance. wie gesagt, Ding, es ist. Okay, wir sind jetzt doch gefallen. Oh Mann. Okay. Für jeden Toten eine Lilie. Ja. Aber für welchen Toten? Für welche Toten? Die hier an Bord gestorben sind irgendwie? Oder die Charaktere, die wir haben sterben lassen? Das ist eine gute Frage. Ich habe immer so ein bisschen Angst vor den Mannequins mit diesem Messer in der Hand. Ja, ich habe selbst vor denen ohne Messer an der Hand Angst. Dankeschön, das ist... Oh, ich würde die Maske mitnehmen. Ja? Oh. Ja. Ja, mindestens. Ach, die schöne Fleischrauffaser. Wunderbar. We were meant to live forever. Closed. And I will. Was? Wie? Oh nee, echt, jetzt muss das 500 Vorhänge weg. I will be. Ist ja okay, denn sei doch. I will. What? Stochen mit dem Flaschenöffner. Okay, wir haben den Schlüssel. Forever the dream. Forever the wound. Forever you. Do you hear it? Nein. The time rises and fades the world. It comes for you. Eine Sauerei, ey, wirklich. Okay, wir können nicht weiter in diese Richtung anscheinend. Mal da. So, hier sind wir hergekommen. Ah, ja. Nee, kommen wir nicht hin? Yes. Oh, warte mal. Ich verstehe, wir kommen wahrscheinlich nur vorwärts, wenn gerade nicht die Springflut hier kommt. Du meinst, du musst dich hinter den Gegenständen wieder so leicht verstecken? Dass ich mich zurückgespült werde. Kämpft dagegen an! Oh, Kämpfer! Ah, komm los!
Jawohl. Na, du schaffst es. Komm, zieh durch, Junge. Sind wir jetzt auf dem Boot, was wir gesehen haben mit dem Fernglas? Weil da oben ist ja, sieht aus wie Nachthimmel. Oh, oh, oder auch nicht. Schön. Würde ich gut finden. Hätte ich gut gerne zu Hause. So, hier ist eine kleine Zeichnung für uns. Lily, please come back. I need you. Das heißt, wir haben so einen Captain verloren. Nein, wir wollen ja nicht zu sentimental werden, sorry. War jetzt nicht meine Absicht, irgendwie das wegzuklicken. So, hier ist noch ein Poster. The weight of this sad time we must obey. Speak what we feel, not what we ought to say. King Lear, ach, guck mal, schön. Aber auch nicht, ne? Nee. So, hier vorne können wir noch lang. Mal gucken, ob man hier noch mit irgendwie interagieren kann, aber no. So, und schon sind wir wieder in Farbe. Weiter geht's. Ganz kurz. That's a funny name. Can you help me find my sister? Wie viel hat der denn gerade? Das frage ich mich auch gerade. Hm. Ah, verschlossen. Hm. Okay. Oh, Moment. Da dafür ein Blatt. Soll sein? Eine 9, eine. Ich würde sagen, eine 6, oder? Na, guck ich mal hin. Eine 7 und eine 4. Eine 9, 7, 4. Oder eine 2. Ich würde sagen, eine 6, weil es sind 6 Karos abgebildet. Keine 9. Was? Also 6, 7, 4, würde ich sagen. Na, ihr kriegt von der Herzzahl. In der Mitte, die Karte. Das ist eine 7. Das ist eine 7. Ich dachte nämlich eine 2. Also 6, 7, 2. Ne, 674. 674. So, wie war das hier nochmal? Warte mal, wo ist links oder rechts? Okay. Was? Hat er jetzt geschossen? Oh, er ist weg. Ja, er hat geschossen. Ja. Ich erkenn's noch nicht mal. Was ist das? Was habe ich hier in der Hand? Was ist das? Ein Buch? Soll es sein? Baum? Oh, wir nehmen's mit. Mit dem Fragezeichen. Schön. Ja, na, warum auch nicht? Nehmen wir mit. You are all empty. Ja, das ist. Dieses Spiel macht das mit mir. Ich würde mich immer noch fragen, mit wem haben wir jetzt am Ende gesprochen? Weil war bestimmt nicht unsere Schwester. Nee, vielleicht mit einem Dämon oder mit irgendeiner Entität oder irgend sowas. Also irgendwas großes, schwarzes, was so von oben. So, was ist hier mit der Ratte los? Okay. Hallo, junger Mann.
Der sieht ja mal ordentlich zertrümmert aus, mein lieber Herr Eisangsfein. So, lass mal Paraten raus. In a sea of thirst. I was feasting, but never full. You, my teeth are yours to bear. Deine Zähne gehören mir? Was? Ich möchte deine Zähne nicht haben, Alter. Ich hab eigene. Schlimmes, ich kann auch mit seinen Kaumeißelchen da irgendwie nicht interagieren. Hm. Ja, nicht wieder zurück. Wenn hier nicht ist, gehe ich zurück. Hm. Shit. Schlüssel. So, hier werden wir wahrscheinlich herkommen, wa? Ja, von da sind wir gekommen, oder? Ärgerlich. Haben wir denn hier noch irgendwo einen Schlüssel liegen sehen? Nee, wa? Kühlschrank, nee. Vielleicht unten, da wo den Käfig aufgemacht hast, ist da, liegt da noch was drin? Nee, nee, noch nicht. Sollen wir vielleicht den Ratten folgen? Oder der Ratte? Ja, wenn wir jetzt aber schon zu spät. Naja, kann es sein, die wird, wenn auf uns warten, würde ich eher sagen. Ist ja nur die Frage, wo ist er? Ich würde mal kurz hier zurückgehen. Weil davor war ja nochmal eine andere Ratte. Ne, die so komisch flimmerte. Ne, das ist doch woanders. Oh, okay. Da ist er. Schön. She's been gone a long time. I'm scared something happened to her. I didn't mean to. She told me to go back. No, stop it. It's not true. Hm. Eieieiei. Mal ganz kurz der Ratte hinterher. Okay, wir haben viele, viele Möglichkeiten. Der Thrasher. Das ist nur die Frage, wo wollen wir lang? Wollen wir der Ratte wirklich hinterher, dann müssten wir da jetzt lang. Na? Siehst du hier nicht hoch? Schatztruhen, über Schatztruhen, das ist, die bringen uns aber nichts, leider. Nee. Da kommen wir wahrscheinlich nicht so heute. Warum wird hier genau, warum gibt's hier, ob wir was hinlegen müssen? Oh, stimmt. Das wird der Weg sein. Hier hechelt's immer so schön. Was ist das? Was ist das für ein... Für ein Level-Design. Wieso? Bin ich Safat. Das lässt mich total kalt, Oma. Total kalt. Die Oma ist schon tot. Genau. So, ihr Ferkel, was ist hier los? I come from a sea of displeasure. I have longed for affection. Now I live to please you. Okay, also wir sollen jetzt an verschiedenen Orten diese Ratten freilassen. Oh, das erinnert mich irgendwie so an 7.
Den Wunderbaum. Der Wunderbaum. Kennst du es? 7 hast du schon gesehen, war Ben? Ich hab's gesehen, aber ich kann mich kaum dran erinnern. Leider. Was machst du da? Ja, mich hinbewegen. Ja, hat sich schön eingespitzt hier. Oh, komm, wir perlen die Scheiße. Eieieiei, Alter. So, jetzt kriegen wir das Ding, aber... In a sea of lethargy. Echt, jetzt nochmal wirklich jetzt hier die 7 Todsünden jetzt hier klar machen? Gerade war Wollus, jetzt... Ach. Put them to some use. Okay. Kein Problem. Das ist ein schönes Bad. Zwar kein Klodeckel, aber okay. Wollen wir so sein. Oh, was ist hier mit Teddy? Alter. Wallowing in a sea of shame. I was never one to serve. But for you. I swallow my pride. Und wir verschwinden ab nach Narnia. Gott. Okay, die Ratte. Führt mich jetzt die Ratte wirklich noch irgendwo hin, oder? So, hier komme ich ja nicht weiter. Hier rennt sie jetzt hin. Kannst du da hochlaufen? Dem Holz da hoch entlang? Nee, ne? Nee, komme ich nicht hoch, leider. Schade. Oh, aber es bildet sich etwas. It is my fault. Yes, I can still save her. She can live on forever. Show me the way or do what needs to be done. I'm the captain now. Mein Captain. So. Okay, wo geht's jetzt lang? Ich würde nochmal hier hinten irgendwo schauen. Das hat man ja schon. Hier in der Ecke war ich auch schon, ne? Ja, hier war ich auch schon, glaube ich. Nee. Aber nicht hier. Aber ich bin doch schon mal in die Richtung gegangen. Na gut, wenn sich hier natürlich alles ändert. Du hältst halt alle 5 mal ab. Kein Problem. So. Okay. Du legst die ganzen Sachen da auf die Waage. Ja. Ist das schon? Ist jetzt eine Waage eigentlich, oder? Ja, nicht ganz. Jetzt nur die äußeren Extremitäten, also. Das sah ganz gut aus. Nee, nur noch nicht recht. Obwohl. Ist eine Waage. Gibt es da noch einen anderen Hinweis? Also muss es im Waage sein oder brauchen wir gewisse Körperteile? Weil da haben wir jetzt zum Beispiel einen Kopf. Hier vorne auf dem... Nee, auf dem Schrein. Aber wir haben auch nur ein Ding. Mal auch nicht 2 Köpfe. Ja, vor allem sind es 3, ne? Na nee, gut, dann... Also wenn ihr denn alles dahin packt? Kann ich nicht. Nee, kann ich nicht.
Immer ein Kopf. Wohl auch nicht jenen. Vielleicht mussten wir das so weit machen, bis wir den Kopf einzeln hatten? Ich würde es jetzt mal so interpretieren, ne? Dass wir hier nur den Kopf haben und hier ist halt gar nichts. Dann probier doch mal die Ratte rauszulassen. Jetzt sagt, nö. Okay, ich sag immer noch. Auch nicht. Ach nicht. Wieder der Goldschwerer. Aber das hatten wir nur schon. Sollen wir schwerer sein? Das weiß ich nicht. Sollen schwerer sein. Warum jetzt aber nur unbedingt jetzt irgendwie der eine Arm schwerer ist als der andere? Nothingness. My debt to you, I will repay. Here is my pound of flesh. Alles klar. Cool. Danke. Ach. Pound of Flesh. So, nehmen wir mal hier wieder eine andere Ecke ab. Okay, man ist noch gleich. Dann würde ich sagen, da sind wir durch. Na, warte mal, kicken wir mal kurz wegen der Tür. Vielleicht ist sie jetzt offen. Ach schon, das kann natürlich sein. Nee. Immer noch nicht offen. Gleich alles. Das kann man. Ja, aber das wäre jetzt auch Quatsch. Jetzt hier nie und jetzt runter. Ja, da waren wir da schon? Ja, wir waren hier auch schon. Die Frage ist halt nur, das kann sich halt wieder verändert haben, irgendwie. Nee, hat sich nicht verändert. Boah, ich bin echt zu doof für das Spiel. Auf der anderen Seite hört jetzt auch keine Ratte mehr. Schau, hier waren wir auch schon. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, wenn ich keine Ratte mehr höre, dass wir fertig sind? Ich weiß nicht, ob wir jetzt nochmal nach links müssen. Also da, wo wir zum Schatz runter mussten oder so. Also jetzt da wo. Hm, okay. Lead us, O Captain. We will follow you across the seven seas. Okay. Was? Ja, war nur kurz da. The soul pays its debt.
Do it. You've lost another soul. Ja, so komme ich auch vor hier. Wir sind alle verflucht, hier auf Ewigkeiten zu wandeln. Filmrolle. Okay. Hallo. So, das ist die Umkleidehölle. Ja, okay. She lied to me. Ist doch gut, kleiner Damien. She lied to me. Reiß dich zusammen! She lied to me. What is in the box? Ja, Junge, bleib stehen! Warte! Fatih kommt nicht so schnell durch! It's so dark. Ja, bleib doch stehen! Ich hab meine Taschenlampe! Can't you hear it? Jetzt warte doch mal. Lily, what if something bad happens? What if I can't find you? Shh. Listen to my voice. Hold it deep inside, and I will always be there for you. Forever. Forever. You got it wrong. Steve, du hast es falsch gemacht. Oh Gott, was ist mit denn jetzt? Ich weiß noch nicht mal, was ich jetzt gemacht habe. Überhaupt. Du hast die Tür geöffnet, das war falsch. Kapitel 5. Für immer. Forever. Was? Ach, wir sind in unserer Kabine. Oh Scheiße, als ob wir da was erkennen können. Das ist auch neu. Der Untergang. Das war's. Okay. Du willst Ubi Obli raus? Wohin? Habjo Ptli? Gb oder Spl? Zfulen? Du die Nos? Rosa alles? Psa besser als dieser Ort? Das ist, ich kann tatsächlich mit Fug und Recht sagen, irgendwie, dass dieser Text
eins zu eins das Spiel für mich widerspiegelt. Ist einfach. Genauso schlau wird man daraus. Genauso schlau wird man daraus.